Hallo Leute, seid gegrüßt. Ich wünsche am frühen Morgen euch allen frohe Ostern ja, und genug. Nee, das ist jetzt nicht. Ja, frohe Ostern und dass ihr alles das kriegt, was ihr euch gewünscht habt und dass das ein schöner Tag für euch wird. Vielleicht auch mit den Folgen, die heute kommen. Das ist hier die erste für heute, die Südhemen. Später kommt noch eine weitere Südhemen, die 100. Wird ja nichts Besonderes werden, ist einfach nur die 100. So. Und am Mittag nochmal die Gödenstedt zweimal, wenn es so weiterläuft. Was ist das? Ah, okay. Gut, also Südhemen, wie geht's weiter? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe nur gerade da hinten steht unser Rotzelmelch. Der ist hier am Ernturm. Genau. Der ist am Warten, der ist am Gott was was machen. Ah, kalken. Dann kalk mal weiter, Kollege. Bist du noch am, hast du den Kurs noch gespeichert? Gut, okay. Der läuft. Was ist das für Feld eigentlich? Das müsste die 9 sein, ne? Ah, genau. 9 wird gekalkt, hab ich schon gesagt. So, kein Kurs geladen, warum nicht? Die anderen haben es doch auch noch gespeichert. Das ist Feld 8. Mais gibt bis 6 Meter. Rock'n'Roll. Gut, läuft weiter. Übrigens, CP-Version 190. Ich habe keine Ahnung, ob es mittlerweile noch weitergegangen ist. Es ist ja schon keine, ich weiß nicht genau, die wievielte Update-Sache. Läuft weiterhin sehr gut in meinen Augen. Und das Problem, dass die Fahrer sich über den Haufen fahren, trotz der Meldung, dass sie im Verkehr stecken, ist halt immer noch. Aber gut, mittlerweile hab ich mich zumindest halbwegs dran gewöhnt. Da muss man halt gucken, dass man das wieder auf die Reihe kriegt. Gut, der ist am Sonnenblumen ernten. Dafür war der nicht dabei. Der, was macht der? Ah, Pflanzenschutz. Ah, verstehe. Ist da auch. Ah, da haben wir sogar noch den Kurs drin. Macht das nur richtig. Komm, geradeaus weiter. Vielen Dank. Genau, da ist Unkraut zu beseitigen. Das macht er auch, ohne zu murren und zu knurren. Dann können wir den eigentlich. Pflanzenschutz dürfte so gut wie fertig sein. Mal gucken. Da können wir nämlich den MB-Truck zum Düngen losschicken. Muss gepflügt werden? Nein, hier auf der Südhemmen muss gar nichts gepflügt werden. Oh Mann. Das haben wir doch aus, oder? Pflügen aus, genau. So. Aber. Nochmal, wie gesagt, Pflanzenschutz ist gemacht. Dann wird jetzt der MB losgeschickt, um den Ertrag zu pushen. Feld 14 ist das, oder? Oh Mann. 14, Düngen 24 Meter. Sieht gut aus. Und tschüss. So. Wir müssen wahrscheinlich sehr, sehr bald abtanken. 99%, klar meldet er sich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ach doch, da hinten guckt. Genau, da hinten guckt gerade die Oberseite vom Tank raus. Muss entladen werden, muss aufgefüllt werden. Was muss aufgefüllt werden? Ein B-Truck, hast du Spritzkollege? Da müssen wir gleich mal gucken, das kann nicht sein. Da war doch voll der Düngerstreue. I don't understand. Muss entladen werden, ist ja nochmal ein Stück weiter gefahren, okay. Gut, der ist wenigstens so eingestellt, dass er stehen bleibt beim Abtanken. Ja. Der ist fertig, das ist okay. Komm, lass uns ein bisschen Weißkohl kaputt fahren. Oh, Kacke. Was ist da oben? Ein Vogelschiss. Ah ne, das ist nur. Okay, schmutzig. Will der mich veräppeln? Also weiß ich noch. Nee, die zweite Düngestufe wird eigentlich angenommen. Das habe ich ja ausprobiert. Muss aufgefüllt werden, ja. Oh Mann, ey. Oh Mann.
Moment, ich muss gerade mal rüberlaufen und mal gucken, warum der nicht weiterfährt. Hallo, fahr einfach weiter. Blödmanns Gehilfe. So. Du hast doch Dünger. Ey. Wo ist das Problem? Moment. Kurz das ausprobieren. Ob sich das an der leeren Schaufel stört. Kann ja sein, weiß ich nicht. Echt jetzt? Oh Mann. Der hat echt die leere Schaufel gestört. Du bist auch nicht ganz sauber. So. Hilft das überhaupt was? Ja. Scheint zu laufen. Gekalkt wird hier noch. Das ist sehr schön. Hier wird wieder geerntet. Läuft alles soweit. Hm. Ob du hier stehen bleiben kannst, weiß nur der Wind. Der Johnny fährt mal locker flockig 50, 60 Meter hin, rückwärts. Wenn es schön macht, von mir aus. Warum umständlich wenden, wenn es auch einfach geht? Oder ne, wie? Andersrum, ne? So, das läuft. Was haben wir noch zu machen? Feld 12, das ist doppelt gedüngt, das wird doppelt gedüngt. Das muss eingesät werden. Was sehen wir hier ein? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn so? Die 12 ist Hafer. Ist der am Wachsen? Der ist am Wachsen. Ist sogar Enderreif schon. Sehr gut. Also 12 ist Hafer. 14 ist Weißkohl. Auf die 10 und auf die 9. Würde ich mal tatsächlich Karotten reinballern. Warum nicht? Warum nicht, ne? Karotten haben wir noch nicht gehabt. Kann man machen. So. Was haben wir denn an Sämaschinen? Hier haben wir da eine, die das macht. Ja, klar. Die Lemken, soweit ich weiß. Aber nur soweit ich weiß. Und da haben wir die ausgetauscht. Oh, oh. Habe ich Käse erzählt? Nee, wir haben ja die Maestro. So, ist es. Die kann aber keine... Ach, Quatsch, die. Doch, Karotten, ne? Also Maestro schnappen und Karotten einsehen. Ist aber keine Direktzahl, das heißt, Gruppen ist angesagt vorher. Supi. Alles, was halbwegs Leistung hat bei mir im Hof, ist unterwegs. Und ich weiß nicht, hier unser Geräteträger den Gruppen ziehen kann. Ich glaube, nee. Wir brauchen da, glaube ich, 180 PS, was nicht so viel ist, aber zu viel für unseren Geräteträger. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, Jungs. Wobei der Johnny ist gleich fertig. Der Kalk Johnny. Und genau, der fährt jetzt noch einmal hoch wahrscheinlich. Und da hat er es hinter sich und da kann der hier grubbern auf jeden Fall. Machen wir auf die 10, auf die 9 Karotte. Hatten wir noch nicht, freue ich mich drauf. Ist er nicht schick?
Okay, der macht das auch nicht so gut, wie ich es gern hätte, aber das passt soweit schon. Dann können wir den mal ein bisschen abspritzen. Der ist schmutzig. Ehrlich? Das war aber Flut. Bin gleich da. GTA 380 Turbo. Aber für das Baujahr steht er noch echt gut da im Lack und sowas, ne? Ob der mal nachlackiert wird? Mal den Vorbesitzer fragen. Du bist fertig, das hast du ganz gut gemacht, muss man wirklich sagen. Allerdings hast du was vergisst, das macht aber nichts, das machen wir jetzt noch schnell mit. Den kleinen Streifen hier runter. Hast du ganz Bock gehabt, oder? Passt schon. Ich bin nicht böse, heißt auf Englisch, I am you not evil. Nein, natürlich nicht. Lass dich nicht veribbeln. Schön gegehen hier. Ja, Porsche DLC, DLC wohl schon, ja doch, ne? Porsche Maschinenpack ist hier mit drauf. Allerdings noch nicht in Verwendung, weil ich noch nicht weiß, was ich austauschen müsste oder was ich brauche. Beziehungsweise die Seemaschine, die größeren Seemaschinen, die würden mich schon reizen hier auf der Südhimmel. Und erst recht auf der Gönnstädter wieder. Aber es ist so eine Sache, wir haben ja erst 100 oder 100 bis 200.000 Euro bezahlt für die Seemaschinen, die wir jetzt haben. Wenn ich die jetzt zurückgeben würde, würde ich ja einen Haufen Geld drauflegen. Mal schauen. Entweder gebe ich mir das Geld über verschiedene Geldmöglichkeiten, sage ich mal. Oder wir kaufen einfach, wenn wirklich genug Geld da ist, dass wir nicht mehr brauchen. Wenn wir jetzt demnächst 10 Pferde verkaufen, kriegen wir mal 500.000 Euro, was ja nicht ganz wenig ist, ne? Ja. So ist es. Komm, jetzt sieh zu. Das bisschen Kalk auffülle hier. Danke. Danke, danke. Bring mich zum Gruber. Wo ist der Gruber? Hier in der Ecke. Genau. Hier habe ich ihn vermutet. Ist Feld 10 schon gegrubbert? Ich weiß es gar nicht. Momentchen. Ja, Feld 10 ist schon gegrubbert. Dann reicht es, den 9 zu grubbern. Feld erwitt. 9 grubbern. 6 Meter. Gut, mach hinne, mach's anständig. Was mit dir? Oh, das Timer ist in Elste. Gut, dann müssen wir diese Folge hier
gerade beenden kurz. Keine Sorge, die zweite kommt ja gleich. Beziehungsweise um 16 Uhr. Und wenn ihr Bock habt, schaltet wieder ein. Daumen nach oben, Abo, würde mich beides sehr drüber freuen. Wenn ihr Lust habt, was habe ich schon gesagt, 16 Uhr. Um 11.30 Uhr kommt die nächste, die 100. Südhemmen. Um 11.30 Uhr. Wird kein Special oder sonst irgendwas, aber sie kommt. Okay, bis dann, macht's gut, tschüssi.